Rolltreppen und Aale, was? Mal einen Moment. So ist denn auf einmal Mai? Ach so, weil. Ah. Ich ärgere ein Ding nicht. Beziehungen verbessern. So, bis wann? Also bis 19 beschäftigt. Ne? Hm. Burghausen gewonnen. Kein Problem, gehst mal nach Aalen. Pavi braucht noch ein paar Schuhe. Deswegen brauche ich Aale und keine Rolltreppen. Was? Ich habe doch noch irgendwo eine Armee rumstehen, die nichts macht. Das soll ich mal korrigieren. Das soll ich wirklich mal korrigieren. Das soll gezwungen sein. Ja, ja, was auch immer. Lagerung von Zivilfalten gewonnen. Ja, geil. Hier so, komm. Lieber da. Gewonnen. Was wollen die überhaupt erobern? Ah, das, was ich gerade besetze. Sehr gut. Das heißt, sie bekommen danach wieder gar nichts. Geschieht euch recht. Warum gehe ich überhaupt nach da drüben? Ich muss doch hier Hüben erobern. Und genau, dann muss ich das da schlucken. So. Schlucken wir mal. Alles, was der Feind uns entgegenwirft, schlucken wir einfach. Also Querfurt, ja. So, bin sicher bin ich mir nicht, aber ein anderes Thema meinte das mal. Ja, dann gucken wir nach. Ja, finde das mal raus. Wühl dich mal durch die Mod. Und nimm mal alle Dateien an. Beteiligung 28%, das ging doch schon mal nach was. Was? Das interessiert mich jetzt unten die Kacke. Ich will was haben. Ich will Provinzen haben. Besetzt nicht doch. Was ist denn das jetzt von denen dann besetzt? Was soll denn das? Warum gibt das Spiel denn immer automatisch, man, den Leuten, denen ich nichts geben will, was? Das ist ja immer noch nicht fertig. Was macht er denn da? Das ist Speierstadt. Die haben ja keine Truppen. Oh, die Koalition gegen mich, sehr gut. So, Bier, du gibst mir nichts. Dann weiß ich auch nicht so genau, was ich tun will. Ich habe eine Beteiligung von 26%, das sollte doch was drin sein. Hier ist schon besetzt, ist auch alles besetzt. Das da ist nicht besetzt, das ist mir auch egal. Es wird nämlich schon belagert. Amgau gewonnen, sehr gut. Nach Würzburg. Aale gewonnen. Mal nach Mergentheim, wo andere. Kempten tritt Illertsen an. Oder wenigstens eine Provinz. Ja, gibt auch wieder massive Expansionsdinge. Ne? Und du stellst dich einfach mal direkt auf die neue Provinz. Passt schon so. Drillen. Drillen. Wieso stehen hier beide denn auf derselben Ding? Das soll nun nicht. Hat sogar ein bisschen Geld bekommen noch. Ja, leckt mich so am Arsch. So, weh, das stimmt nicht. So, ich habe jetzt kein Geld mehr. Wegen Peter. Peter ist schuld. Ah, ich habe keine Koalition mehr gegen mich. Das finde ich gut. Das finde ich doch gut. Ich habe eine Provinz. Ich habe gleich noch eine Provinz. Also gleich, ja doch, dieses Jahr wird das noch was mit der Provinz. Dann muss ich mal wieder meine Beziehung mit meinen Verbündeten verbessern. Ist die Musik gerade so laut oder bilde ich mir das nur ein? Ja, Runde Nummer 3. Das gehört sich doch so. Dänemark ist auf. Was? Cool, in Dänemark gibt's hier. Anjo, Barcelona. Ach du Scheiße. Ah,
Ja, okay. Ich sage jetzt nicht, Bremen hat nicht gewonnen. Doch. Keine Ahnung. Egal. Kümmern wir uns um unseren eigenen Scheiß. Armeevergrößerung, wie sieht's denn da aus? Wo sind wir denn aktuell? Zeitalter ist rum, das letzte, ne? Verfall über Stil minus 2. Das da könnte ich noch brauchen. Was haben wir denn da noch so? Diplomatische Annexionen, Einnahme Vasallen wäre interessant. Oh, Darlehen wäre natürlich auch interessant. Das wäre auch interessant. Herz und Not, das Versorgungslimit zu erhöhen, ist auch nicht verkehrt. Dann habe ich mehr Orte, wo ich meine Leute hinstellen kann. Ja, aber inzwischen habe ich schon eine gewisse Länge erreicht. Ah. Das war Worms hier, ne? Brauche ich von dem noch irgendwas? Bornheim, dann hinten der Anspruch noch. Lass mal meinen Verbündeten gucken. Perfekt, so. Was wollte ich noch? Wollte ich noch ein Reiterchen daneben, ne? So. Nee, damit habe ich noch eine Provinz für Franken. Brauchen noch drei Provinzen, aber nein. Krieg aus Herrschaft entlassen, wann habe ich das denn gemacht? Also ich weiß auf jeden Fall, dass es nichts bringt für Dings, oder? Ich weiß es nicht. Oh, es gibt nur 166 Reichsfürsten, ja geil. So, die Kugel ist aber jetzt bald schon wieder voll. Und Illertsen wird jetzt auch mir. Erstmal wieder hier Geld. Das muss ich brauchen. Ich habe in den meisten Provinzen jetzt schon, ja, speichern Illertsen nicht, aber. Ich muss auch wieder den Geld sparen, ne? 1370. Das Darmstadt möchte ich noch nicht integrieren. Ich weiß nicht, oder? Es ist doch so, dass wenn man seinem Vasallen eine Provinz gibt, dass man nicht ganz so viel aggressive Expansion bekommt, oder? Alter, das ist jetzt falsch in Erinnerung. Sag doch mal, Peter. Na komm, machen wir die 20 voll. So, nächster Ort, wo ich zuschlagen kann. Gerade alles so ein bisschen problematisch. Selbst meine Verbündeten sind schon der Meinung, dass ich es übertreibe. Ja, geil. Aber hey, Schwaben bleibt Kaiser. Finde ich gut. Mehr oder weniger. Schwaben halt einen fetten Bonus. So, wann gibt es das? Dauert noch ein paar Jährchen. Und bald. Oh Gott. Ach ja, gut. Von Prüm. Was ist denn Prüm? Ist das da Prüm? Das ist Prüm. Sieht denn das truppentechnisch aus? Und das, ach Moment, das ist ja wieder auf dem Wasser, ne? Schwierig. Brauche ich Prestige? Brauche ich Investitionen? Ja, das steigt auch so. Ich verliere sie nicht. Ich nehme die Fähigkeit. So, muss erstmal kurz warten.
Gewonnen, weißt du, also. Gut, kann ich meine Armee mal losschicken jetzt. Einmal in die Wildgrafstadt. Ich kann nicht mehr reden. Warum versuche ich es? Stadt? Metz. Ist das da unten Metz? Ist das ganz alleine Metz? Ja, wenn dem so ist, dann schickt. Moment, ich habe euch schon wohin geschickt. Ich kann euch nicht dahin schicken. Luxemburg. Klar. Schlagen wir mal drauf. Wollen wir auch nicht. Saarbrücken. Und wo ist meine letzte Armee? Ach, die ist noch da unten. Okay. Das ist ein die. Das ist Deutsch. Das heißt die die. Das sei. Querfurt wird noch Beziehungen verbessert. Ich finde es aber schön, wenn sie da unten noch meinen Verbündeten zuhauen. Ich muss mal wieder Dings ausbauen. Ich muss auch das hier ausbauen. Ah, die schöne Entwicklung. Die wird bald alle wieder weg sein. Ah, Gott, ich liebe es jetzt schon. Weil hätte ich einfach nicht entwickeln sollen. Deprimierend. Ich habe noch nicht mal Franken gegründet. Die Pest kommt bald und ich habe noch nicht mal Franken gegründet. Ah, das ist doch alles. Deprimierend. Oh, sind schon wieder da hinten bei mir. Was soll denn das? Ich hätte das Bündnis mit Köln aufkündigen sollen, aber nee. Ja toll, jetzt besetzen wir natürlich erstmal alles, weil ich nichts machen kann. Können wir auch mal eine Besetzung gewinnen? Nein, also ich bin nicht die KI, ne? Das wächst schon nicht mehr. Ich muss noch mal einen Trupp zurückschicken. Besetzt mir da ein bisschen viel. Boah, ich kann nichts mehr beanspruchen. Ach ja, tschüss. Du gewonnen, du hast gewonnen. Ist ja schon alles besetzt. Ach, Utrecht ist ja auch noch da. Ach du Scheiße, wie viele Festungen kann man denn im Land haben? Ja, komm. So, das wird schon belagert von Barreus. Ist Barreus ein Verbündeter? Ne, Metz hat noch ein paar andere Probleme. Ne, das ist nicht Metz, das ist. Das ist Lothringen. Egal, was macht denn da jetzt? Ich kann nicht mal mehr angreifen, weil. Jetzt brauchen wir eine Hauptstadt. Die Teilnehmer wohl ist besser als erwartet, ist sogar das Süden kriegen für den. Hab dir doch schon mal gesagt, dass die geil ist. Aber du hörst mir ja nie zu. Nie hört er zu, der Mensch. Metz. Metz ist. Auch im Krieg, auch kein Verbündeter. Ich glaube, jetzt muss ich ewig in 3 Tagen diesen Krieg führen, weil meine Verbündeten erst die Scheiße erobern müssen. Ja, geil. Ich möchte jetzt nicht so mit. Ah, perfekt. Oh, was ist denn los? Wieso geht ihr denn weg? Bleib doch mal da. Hier so, komm. Schlacht. Oh, sind die gewonnen. Egal. Also besetzt euch Metz.
Ja, geil. Was meint er mit euch? Die belagern da noch? Besetzt durch Köln, besetzt durch Köln. Ja, dann kann ich nicht mehr viel machen hier. So, komm, hier. Was? Wir überleben das natürlich wie immer. Und bei mir sind sie Steak geschluckt, aber ich bin ja nicht die KI. Oh, das ist teuer. Soll denn das jetzt hier so kommen? Hau mal weg die Scheiße. Ja gut, Utrecht gibt es halt noch, aber da kann ich gerade nicht eingreifen, weil... Ah doch, die haben das Ding, ja komm. Bleiben wir auch hier zu Hause stehen. Könnte man meine Provinzen zurückerobern, ach, das macht die gerade nie. Passt schon so. Das passt schon so. Habe ich schon beteiligt? Ja, ich habe 20% Beteiligung, das reicht ja wohl. So, können wir den Krieg beenden? Ich möchte noch einen eigenen Krieg führen. Gegen wen du auch? Machen wir gegen Magdeburg? Kann ich wieder Magdeburg angreifen? Ja, könnte ich. Ich muss noch weiter nach oben, ne? Irgendwelche nennen es einen Verbündeten? Nach wie vor nein. Haben wir Schlitte, das hat gar nicht so viel Entwicklung. Ja. Vielleicht noch Halsa, dann sind wir oben bei Sachsen. Niemand mag Sachsen. Das Kaiserreich muss doch mal irgendwo aufhören. Ja. Fast. Die deutsche Flagge ist nicht ganz richtig, da wird die alte angezeigt. Das bewahrte Pommer gegen was? Könnte DDR spielen oder Pommer ab dem Jahr 2? Ja, ich. Ob im Jahr 2 wirst du überhaupt spielen. Wir schieben das mit ziemlichen Gebäuden, die Ausbildung und die Häufigkeit der Pest, wenn es in Provinz um etwa 20% reduziert werde. Oh. Ist ja geil. Wieso? Ja, deutsche Flagge passt schon. Seit der Gründung des Kaiserreichs hat sich da auch nicht viel verändert. Ich werde Umwelt nochmal losschlagen. Also ich könnte Rinek angreifen. So, und Peter hat meine Frage immer noch nicht beantwortet. Der faule Sack. Was macht er denn den ganzen Tag? Faul zu Hause rumliegen, anstatt meine Fragen zu beantworten. Wofür bezahle ich den überhaupt? Ich will gleich mal sein Gehalt kürzen. Gleich mal Gehalt kürzen hier. Keine Gnade. Oh, Kind eines Händlers, ich brauche wieder Geld. Wie viel 0? Was macht der neue Herrscher? 264, na, das ist doch schon mal eine Steigerung. Gemessen an dem, was ich sonst so habe, ist das natürlich schon mal. Ah, ganz neue Dimension von. Oh, Braunschweig gibt es auch noch. Hat sogar noch mehrere Provinzen. Gut, was wollte ich tun? Und nicht lügen. Da fing hier schon Ansprüche drauf. Habe ich irgendeinen Verbündeten vergessen beim Verbessern? Nee, Vasallen sind auch nicht so wichtig. Köln mag ich auch noch. Ich meine, von 40 bis 90 ist die Schwarz-Rot-Gold oder danach nicht mehr. Ja, die Frage, wenn man eine Provinz seinen Vasallen gibt, ob dann die Expansion geringer ist, als wenn man sie selbst nimmt. Ja, Tübingen. 32er Ausbau schon wieder. Oh, ich habe gar keine Ansprüche mehr auf Bamberg. Was soll denn das?